Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich grüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Jetzt wollte ich schon sagen, mein Name ist Valkyria Chronicles. Ja, wir sind immer noch in Kapitel 4, Operation Cloudburst. Und wir fangen jetzt an mit dem Kampf um die Brücke. Welkin hat ja den genialen Plan, mit seinem Panzer durch den Fluss zu tauchen. Und ja, wie es jetzt genau weitergeht, das sehen wir jetzt. Macht euch drauf gefasst. Ich glaube, der Zweitkampf von Team 7. Squad 7. Team 7. Ne, Team 7, da war glaube ich von woanders noch, ne? Ja. Entschuldigung. Ja, diesmal gibt es zwei Basen, wie es aussieht. Östlich und um und östlich von der Brücke. Okay. Wir haben einen riesigen Vorteil. Wir sind einmal hinter ihnen und sie wissen nicht, dass wir da sind. Wir müssen sie so schnell wie möglich erledigen. Und wir müssen das gegnerische Camp einnehmen. Ja, aber irgendwann werden sie uns erkennen. Dann werden sie nach Verstärkung rufen. Wir müssen schnell da durch und es sind viel Panzer hier und was ist noch mehr auf der Engines Shutdown, meaning they won't attack you. Wir werden es nicht angreifen. Anklagen, whose cannons are in position can be ignored completely. Okay. Gunship. Ja, solche Explosionsdinger sozusagen. Oh, wir haben nur 10 Züge. Okay. Wir müssen hier schnell durch. Kein Ding. So, dann machen wir mal. Wen nehmen wir alles rein? Wir nehmen natürlich Alicia. Wir nehmen natürlich O'Donnell, Rosie. Wir nehmen Largo. Die drei natürlich. Die müssen ja rein. Hallo. Es gibt viele Panzer, deswegen Elias oder Elise, keine Ahnung. Schon wieder Elise. Diesmal nehmen wir Nadine mit. Und Catherine. Ne, Catherine hat man, glaube ich, schon. Nein. Catherine hatten wir schon, glaube ich, nehmen wir Oscar mit. Oder? Weiß gar nicht. Egal. Dann nehmen wir, weiß nicht, wen hat man noch nicht? Weiß ich gar nicht. Nehmen wir Kevin. Bin mir jetzt nicht sicher, wen man hat und welchen nicht. Und Susie. Meine Auswahl hier basieren natürlich nicht auf extreme strategische Hintergründe, sondern was weiß ich. Ready to deploy. Na klar, schaffen wir das. Bams! Wir haben gelacht. Wir werden nicht alles schaffen. Wir haben Team 7. Ja, Team 7. Squad 7 hinter uns. Team 7, von wo ist das nochmal? Team 7. Naruto, mein Gott, bin ich bescheuert. Deswegen will ich mal Team 7 sagen. Squad 7, mein Gott. Wir sind keine Ninjas, wir sind Soldaten, hallo. Nimm die Brücke so schnell wie möglich ein. Squad 7, move out. Zack. Und Tutorials. Nee. Story. Der ist gerade bereit. Ja, aber ich habe schwimmende Panzer. Was sagst du dazu? Ach, die Gegner nähern sich uns. Deswegen müssen wir hier schnell handeln, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Tutorials. Potentials. Ja, jede Person hat verschiedene Fähigkeiten, die in bestimmten Situationen aktiviert werden. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt.
So, als erstes sollten wir natürlich hier die ganzen Camps einnehmen. Mein Gott, die sind ja voll viel, sehe ich gerade. Was machen wir denn als erstes? Wir scouten mit Alicia vor. Ich weiß ja auch nicht, wie die Karte jetzt aussieht, bevor ich nicht selber hier durch die Gegend laufe. Gehen wir mal da hoch. Oh, hi. Kann ich das hier kaputt machen? Sieht so aus, ne? Versuchen wir mal. Bams. Gehen wir mal runter. Noch ein bisschen weiter. Ich glaube, hier können wir nicht durch, ne? Schwierig. Sehen uns nicht. Hey, wir sehen uns überhaupt nicht. Was soll das denn? Dann würde ich sagen, unseren Scharfschützen positionieren wir da oben hin. Oh Gott, hoffentlich schafft er das. Jawohl. Aber knapp. So. Hätte ich vielleicht ihn als erstes nehmen sollen. Und. Nein! Boah, ich will mal eins drücken. Wie? Warum? Warum habe ich diese Angewohnheit wohl? Ah! Aber warte. Nicht so schnell. Wenn er aber lacht. Ey, was ist das? Dann mache ich das eben auf traditionelle Weise. Kann ich weiß sein, wieso kann ich denn so wenig, wieso so viel Pech, ey? Na, wir können auch von rechts, ja, von links hier rüber gehen, aber. Warte, ich schaff das kaum. Da sind überall Panzer. Ich sollte die vielleicht mal auseinandernehmen. Nicht sehr viel Strategie. So, unser zweiter Scout. Einer der Hauptcharaktere aus der Anime. Wir gehen mal von links. Gucken mal, wie wir da Gegner überraschen können. Hi! Na, hallo. Zack. Weg bist du. Ja! Und da sind ganz viele Panzer. Oh Gott, ob das so eine gute Idee war. Das schaffen wir noch nie im Leben dahin. Oh, Lago, geh mal vor. Kind der Natur. Ja, in den Städten fühlt er sich nicht so wunderbar, glaube ich. Ich sollte mich vielleicht um die Dinger hier kümmern, weil wenn die Panzer auf uns losgehen, haben wir ein Problem. Ding nicht getroffen, was ist das denn? Gewinn. Ja, was ist? Mach irgendwas, okay. Oh, wenn so eine gute Idee ist. Boah, der Panzer ist gleich schon weg. Zack. So, der Panzer ist jetzt noch. Ach, verdammt, geht er nicht. Panzer ist jetzt. Also, unser Panzer ist noch ein bisschen weit entfernt. Deswegen können wir es uns, glaube ich, leisten. Bams! Wenn wir unseren Ingenieur auch da lassen, kein Problem. Lass uns Scout irgendwo verdammt. Aber wir schaffen das schon. Aber sind die jetzt alle umgedreht? Was soll das?
Ha. Eieiei. Was du denn? Aufs Maul. So. Ich habe irgendwie Pech beim Zielen, kann das sein? Au, au, au. Au, 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 au. Egal. So, ich fand zwar, die Runde war jetzt nicht so gut, aber was soll's. So, oh Gott. Und Scharfschützen. Ui! Willst du denn? Und schon wieder. Ducken. Jo. Jetzt wurde ich getroffen. Aua, mein Auge. Oh. Ja. Oh Gott. Wer? Ja, die wissen noch nicht, dass wir hier sind. Bams. So, du musst eigentlich jetzt weg sein. Vom Fenster. Jawohl. Jawohl. Bams. Was sagt er dazu? War schon alles so geplant. Sitzt du in den... Boah, da hinten hinzugehen, ne? Das wird schwierig. Medics. Ja, wenn jemand KP auf Null hat, dann können wir unseren Medic rufen. So weit kam es zum Glück noch nicht. Ich würde mal sagen, mit der Edelweiß rücken wir vor. Könnten wir da hinten irgendwie was treffen? Nee. Sehe nicht so aus. So, das wird jetzt ein bisschen. Boah, ich sehe kaum was da hinten. Warum ziehst du eigentlich? Boah, ich bin bescheuert. Egal, hab's halt irgendwas gemacht. Das heißt, wir können jetzt mit Nadine weiterziehen. Die Map kann ruhig ein bisschen offen bleiben. Munition für jedermann. Ja, das war jetzt natürlich sehr gut. So. Dann. Oscar, mach irgendwas. Der Scharfschütze da hinten, der macht mich ein bisschen nervös. Du bist dann, ne? Ja, du bist ein Lancer. Das ist der Scharfschütze. Und der Lance kann ich hier übrigens die Ziele switchen. Wo ist er? Ich eben, keine Ahnung. Wohl. Mann! Ich drücke mal R1. Da ist ein Scharfschütze. Warum trifft der nichts? Oscar, ich nehme mich gleich raus. Das darf doch nicht wahr sein. Habe ich zu sein, dass ich hier nichts treffe mit dem. Obwohl. Gibt's da nicht. Nein, du sollst oben bleiben. Eieiei. Mach es mir doch nicht so schwer. Rosi, weiter. Setze mich hier schon mal in. Da ist ein Sniper. Warum konnte ich den vorhin nicht verdammt noch mal treffen? Sehen. Zack. Und da bringt gar nichts. Super. Jawohl, da 97 Schüsse.
Susi, so, geh mal weiter. Was war ich, ob das so eine gute Idee ist? Obwohl. Versuchen wir es mal so. Bams. Obwohl. Positionieren wir sie mal über einen anderen. So. Perfekt. Perfekte Lamenta. Irgendwo da muss der Panzer noch sein, glaube ich. Und wenn auch auf der Straße nicht gut. Gegen Fußsoldaten brauche ich gar nicht versuchen, die treffen überhaupt nichts und machen glaube ich gar keinen Schaden. Deswegen lassen wir das. Und Kevin, weil warum nicht? Haben wir schon mal hier ein kleines Bataillon am Start. Zack. Da hat es vorgebracht. Und dann würde ich sagen, was der Gegner jetzt als Antwort darauf macht, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.